Moine Toads, willkommen hier im neuen Stream. Ich habe mir gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten. Ich mache jetzt schon mal einen Scheiß. Warum habe ich keinen Sound? Der Sound ist kaputt, Leute, ich weiß auch nicht. Warum habe ich keinen Sound? Hallo, aber erstmal willkommen alle. Ich sage erstmal Hallo hier. Wer ist denn so am Start? Der Kirby Lol Paul of the Gamer Toad Zauberer. Die Fetendo Moin Kicks Offs. Kirby, Lul, Gamertoad, Leon, moin. So, Leute, hört ihr irgendwie Sound? Nee, ne? Hört ihr jetzt Sound? Hä? Der Elgato hat keinen Sound mehr. Yeah. Was ist mit der passiert? Bist du kaputt? Okay. Geht ja schon mal gut los. Was habe ich gehört jetzt? Ja, wir haben ein neues Layout am Start. Wie findet ihr es? Schreibt's in den Chat. So. Habt ihr jetzt Sound? Ach so! Haha! Hä? Oh, wir haben jetzt Sound, Leute. Sound ist am Start. Nice! So! Gut, dann haben wir den Sound schon mal geklärt. Das ist schon mal was Geiles. Das ist schon mal optimal. Vielleicht Smash. Moinsen! Hallo! Moin, Dominik. Guten Tag. Bester Hintergrund, ja. Ich habe hier mal krassen Design. Und oben ist jetzt, oben links ist ein Slider. Der wird das so ein bisschen durchswitchen, da stehen dann immer die verschiedensten Einblendungen. Ich bin hier ganz professionell, Leute. Und ja. Schreibt es mir gerne mal in den Chat, was man heute spielen soll. Und zwar Smash Bros. Splatoon oder Mario Kart 8 Deluxe. Schreibt es in den Chat. So. Jetzt hört man ihn. Mich hört man schon die ganze Zeit. Du hast so meinen Hintergrund. Ja, ja. Das Gameplay hört man jetzt. So, die Zuschaueranzahl ist wieder verbuggt. Nice. Nein, kein Fortnite. Kein Fortnite. Splatoon 2, Smash, Mario Kart, Ultimate. Okay, zwei sind für Smash. Einer für Mario Kart, einer für Mario Kart. Splatoon wäre super. Okay. Smash. Das ist gerade ein Battle zwischen Splatoon und Smash. Hallo, AJ Styles. Hey, moin. Eulenparadies löscht sofort die Nachricht. Optimal. Splatoon. Okay, die meisten wollen Splatoon. Ich habe kein Splatoon. Please mark it oder Switch Online Classic. Splatoon. Mario Maker heute nicht. Mark it bitte. Oh Gott. Leute, wisst ihr was? Wir machen wieder eine Umfrage. Das ist am fairsten. Stimmt einfach ab. Was sollen wir spielen? So. Mal einfach eine Umfrage rein, dann passt das. MK8D ist wieder sehr ausgeglichen. Sagen wir so. Splatoon 2 oder Smash. Okay, Umfrage ist am Start. Gönnt euch einmal den Stream, glaube ich, neu laden. Dann seht ihr oben rechts das i. Und da ist die Umfrage. Alle auf Weitermachen. Nein, 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 das ist die alte Umfrage. Die muss ich mal entfernen. Wie kann ich die entfernen, hallo? Ah ja. So, da kann ich sie entfernen, okay. Gut. Da ist noch eine alte Umfrage. Da ist jetzt eine neue drin, Leute. Da ist jetzt eine neue drin. Jawohl. Wie war euer Freitag heute so? Hattet ihr einen schönen Tag? MK8, genau. Stimmt jetzt ab. Oben rechts. Ich glaube, ihr müsst den Stream einmal neu laden. Dann seht ihr oben rechts das i. Und dann spielen wir entweder Smash, Saturn oder Mark 8 Deluxe. Car Crash spielen wir nicht. Das Quest-Spiel habe ich mir mal so runtergeladen. Das hat übrigens nur 1 Euro gekostet. Also, das ist gerade reduziert. Das kostet normalerweise 9 Euro. Deswegen habe ich es mal gekauft. Hallo Bims Paul, moin. Und hallo Steincrafter HD, moin. Nightmore Bonnie, guten Tag. Moin. Ich habe jetzt Ferien seit heute. Ja, wer hat denn jetzt nicht Ferien? Im Grunde hat jeder Ferien oder Urlaub. Das passt. So, ich gucke hier einmal mal, wie die Umfrage so aussieht. Welches Spiel gerade vorne ist. Wir gucken mal. Aktuell ist vorne Splatoon 2 mit 42%. Oha. Krass. Was habe ich verpasst? Bisher nix. D236LBP. Schwerer Name auf jeden Fall. Bisher nix. Willkommen. Bis jetzt gerade pünktlich. Nur noch 3 Tage. Genau, dann ist Weihnachten. Mir fällt ein, ich muss ein Adventskalender-Video machen. Scheiße. Egal, kriegen wir alles hin. Splatoon 2, genau. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Ist die Einblendung links oben nicht ein bisschen unscharf? Die ist unscharf? Eigentlich nicht.
Das sollte eigentlich passen. Scheiße, du hast es gemerkt. Ganz scharf ist sie nicht, Leon, hast du gemerkt, aber guckst du gerade auf den Fernseher oder warum siehst du das? Mann, der sieht hier meine miesen Tricks. Ich hab das nicht besser hinbekommen. Du bist unser. Oh, Leute, ey. Jetzt mobben die mich alle weg hier. Das ist ja unfassbar. So, wir spielen jetzt Splatoon 2. Oh Gott, der Sound ist aber laut, ey. Hilfe. Kriege ich Ohrenkrebs hier. Gott, der Sound ist laut jetzt. Jetzt ist ja hier richtig volle Pulle, ey. Nein, guck am Laptop. Scheiße, ey. Das ist. Jetzt darf ich nochmal neu machen. Ich weiß nicht, ich hab das nicht ge. Oh, der Sound. Wie laut ist denn das heute hier? Wie laut ist denn der Scheiß? Das ist bei mir richtig laut bei den Kopfhörern. Hilfe. Ich sehe das sogar auf einem normalen Bildschirm. Oh Mann! Mann, was mobbt ihr mich alle weg? Ich habe mir das gestern in der Probe angesehen, sah okay aus, dachte mir so, lass das erstmal so. Weil das Problem ist, ich habe das eingestellt bei Streamlabs, das ist so ein Programm, so eine Seite auf dem PC. Und da stand keine Auflösung. Ich habe, das ist 3000 mal irgendwas. Also das ist das Dreifache von Full HD oder so. Und trotzdem sieht das so aus. Bin jetzt auch da. Benutzer Arthur 7. Optimal. Ja, Leute, willkommen. Wir spielen jetzt ein bisschen Splatoon 2. Und danach vielleicht noch ein bisschen Smash oder halt Mario Kart, je nachdem, wie lange wir heute machen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir den ganzen Stream jetzt nur noch Splatoon spielen. Das heißt es nicht. Bei Lina, willkommen. Willkommen, was? Mario Kart ist vorne. Oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nicht euer Ernst. MK8 ist vorne. Ja. Hallo Anja. Hallo Mario Fan Mario. Euer Ernst? Was denn jetzt? Nils, Wunki, moin. Du machst auch Best-ofs, ne? Ich hab gehört, du machst von uns ein Best-of zum Super Mario 3D World 101, das finde ich optimal. Was denn jetzt? LOL. Okay, Leute. Dann spielen wir halt Mario Kart, okay. Also. Dann spielen wir halt danach Splatoon, Leute, also keine Sorge. Das machen wir auch noch, aber ich mache ja nicht eine Umfrage, damit ich dann das andere Spiel nehme. So. Dann spielen wir halt Mario Kart. Hab in 8 Tagen Geburtstag. Ja, läuft bei dir, Zauberer. Wie alt wärst du denn? Dankeschön. Danke. Was? Hallo? Ich habe doch gerade das Spiel eingelegt. Bruder, muss los. Dankeschön. Geht doch. Keks. Lol. Keks. 2 Euro, okay. Ich dachte, du hast kein Geld. Meine Switch ist leer, deswegen kann ich nicht mitzocken. Oh, das ist belastend. Dieses Belast auf jeden Fall. Danke für deine 2 Euro-Keks. Meine Switch ist leer, deshalb kann ich nicht mitzocke. Nett mitzocken. Das hast du schön ausgesprochen, da Sabrina. So, Leute. Dann spielen wir jetzt Mario Kart. Und danach machen wir noch ein bisschen Splatoon oder halt Smash. Je nachdem, was noch her die meisten Stimmen hat. Auf jeden Fall Dankeschön an Keks. Auf sie die 2 Euro. Ich dachte, du hast kein Geld, ey. Was ist denn los bei dir? So, was wollen wir machen? Wollen wir Turnier machen oder wollen wir Freundesraum machen? Was wollt ihr machen? Schreibt es in Chat. Dafür mache ich jetzt keine Umfrage. Das kriegen wir so hin. Kommt dieses Jahr noch ein Stream? Ja, klar. Ich habe vor, am 27.12. einen langen Stream zu machen. Das ist nämlich mein 4-jähriges Jubiläum auf diesem Kanal. Also, ich mache jetzt nicht seit 4 Jahren hier Videos, aber vor genau 4 Jahren habe ich da meinen Kanal erstellt. Also, am 27.12. Also habe ich davor. Also, keine Ahnung, so 5, 6 Stunden Stream zu machen, am Nachmittag, den ganzen Abend, so ein bisschen. Wenn ihr da darauf Lust habt, dann können wir das gerne machen. Wurde unfreiwillig auch wieder wippgrinsendes Gesicht. What? Wer hat denn das geschafft? Ich hab wieder Geld. Keks aus, Dankeschön. Okay, das ist gar nicht so random. Klingt gut, das finde ich super. Danke. Das klang, das kommt jetzt ein bisschen random, ja, okay. Okay. Ich bin dabei, das finde ich super, Sophia. Das finde ich super. Okay, Leute. Machen wir jetzt Freundesraum oder Turnier? Was sagt ihr so? Als ob, ja. Freundesraum, denke ich. Ja, wir machen mal einen Freundesraum, komm. Komm. Das ist entspannt. Da kann ich immer schön die Strecken wählen. Das ist alles schön. Viele von euch sollten ja auf meiner Freundesliste auch sein, hoffe ich zumindest. Stream-Lag. Ich hoffe nicht. Also bei YouTube ist alles okay.
Ich hoffe nicht. Bitte funktioniert das alles. Sonst gehe ich heulen. Letztes Mal, Pius. Kommt dieses Jahr noch ein Stream? Ja, habe ich doch eben gesagt. Ja? Am 27.12. habe ich doch eben gesagt, Gamertoad. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Immer diese Leute, die mir nicht zuhören. Let's go, genau. Da sind schon welche. Moin. Moin, Pius. Freue mich schon auf die Fails. Kommt heute noch. Was kommt heute noch? Scutch? Du meinst Smash, oder? Steffi? Mal gucken. Je nachdem, was die Umfrage noch dem sagt. Wir spielen erstmal ein bisschen Mario Kart und dann entweder noch ein bisschen Smash oder Splatoon 2. So, erstmal moin hier. Guten Tag. So, statt euer Spiel, euer Switch und dann geht's hier bald los. Water Games, moin. Willkommen. Pius, kannst du am 29. streamen? 29. Das weiß ich noch nicht. Kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe ja jetzt Ferien, also ist das. Machen wir alles ganz spontan hier und so. Jo. Kann ich für dich einen Mario Maker Level bauen? Ja, kannst du machen. Gerne. Können wir da mal spielen. Bitte nehme ich mal an. Was? Ich habe dich nicht mal auf der Switch. Okay. Wie heißt denn du? Nettes Design. Dankeschön. Hammer Bro. Hast du mir eine Anfrage gesendet, Paulus? Dein Ernst, Junge. Keksops. Dankeschön. Man merkt wieder, du hast so viel Geld. Aber bitte nicht so viel Geld ausgeben. Bleib lieber VIP, als dein Geld wieder auszugeben. Lieber VIP bleiben dafür, lieber, ne? Hast du verstanden hier, ne? So. Okay, nehmen wir mal an. Auf jeden Fall danke wieder. Spendet alle Geld, Leute. Ich brauche Geld. Weihnachten ist teuer. Kann ich später mit smashen? Klar, kannst du machen, ja? Ich mache danach, also wenn wir noch erst Smash spielen, dann mache ich da einen ganz öffentlichen Raum. Da kann dann jeder mitmachen, ohne mich überhaupt adden zu müssen. So, Leute. Fangen wir gleich mal an. So, Paul habe ich jetzt mal angenommen. Der kann jetzt reinkommen in den Raum und sich gönnen. Ist jemand aufgefallen, dass Dummer Boblin noch nicht da ist? Warum sollte er unbedingt hier sein? Ab und zu ist er mal hier, ja. Ist das schon ein bisschen länger her. Und wir kennen uns auch ganz gut. Ed Keksoffs, wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Beste Spendennachricht. Gamertoad. Muss los. Muss los. Danke. Als ob du mir, als ob Gamertoad schreibt, wie geht's denn so an Keksoffs? So, was ist das hier, ey? Ja, Layout ist echt schön. Danke, Leon. Danke, Leute. Was ist das hier? So, wir fangen einfach mal an, ne? Keine Ahnung. Joint mir gerne noch dazu, wenn ihr eure Switch irgendwann gestartet habt, ist mir egal. Wir spielen jetzt schon mal. Machen wir Folios. Machen wir mal die CPUs an. Ja, optimal. Passt. Freitagnacht, genau, Omega. Moin, Marvin. Grüß dich. It's Matt. Guten Tag. Hi, Pius. Moin. Hallo, wie geht's dir? Hallo, Yoshi-Fan. Moin, guten Tag. Ibrahim. Guten Tag, hab dich vorhin schon bei Ready gesehen. Grüß dich. So, zum Einstieg. Die gute Hafenstadt, ganz klar. Mein Schlafrhythmus ist zu tot dafür. Okay. Ja gut, ist er noch früh am Tag, ist er erst 10:30. Und da hab nur eine kleine Frage dir per Discord PN gestellt. Okay. Schau ich mir mal an, Hammer Bro. Gar kein Stress hier für mich. Ah, ich sehe schon. Achso, okay. Habt ihr auch geantwortet, Hammer Bro. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Mario Kart hier. Toads Hafenstadt, ja, yeah, sowas von. Geil, los geht's, ja. Endlich geht's hier mal los, ey. Jo, mache Best Offs, aber momentan nur zu. Ah, ja, okay. Best Offs kommt wahrscheinlich nächste Woche am Samstag oder so. Ah, du machst ein Best Off, ja. Freue ich mich drauf. Das machen ja voll viele irgendwie so ein Best Off zum 101 und so. Das finde ich ganz lustig. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das erste kommt ja von Paul Offs am Sonntag zum 3D World 101 gegen den Ready. Allgemein, morgen kommt die letzte Folge vom 101 gegen den Ready, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. Morgen 15.15 Uhr als Premiere auf meinem Kanal. Schaltet ein, Leute. Gönnt euch. Und im Anschluss kommt die letzte Folge vom 101 bei Ready. Also erstmal kommt Folge 10 und dann im Anschluss Folge 11 bei Ready. Und das ist dann die letzte Folge vom 101, denn ist Ende im Gelände für dieses Jahr. Zumindest mit 101. Nächstes Jahr gibt es nochmal irgendwann eins. Freue mich schon drauf, was aufzunehmen. Das wird lustig. Wünsche euch allen einen schönen Tag und schon mal im Voraus an alle frohe Weihnachten. Ja, von mir auch, ey.
Weiß ja nicht, ob Pius am Montag noch mal ein Video hochlädt. Doch, 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 doch. Dir wird noch was kommen, mein Lieber. Morgen zum Beispiel kommt ein Video, wie gesagt. 101, Folge 10. Ich bin müde, F. Tja, Marvin. Dann muss halt bald schlafen gehen, ne? Kleine Kinder müssen ins Bett. Das ist einfach so. Kleine Kinder müssen irgendwann ins Bett. Auch der Marvin. Kennst du CTV? Nee, sagt mir jetzt nix. Keine Ahnung. Ich kenne nur ein paar deutsche YouTuber. Vor allem im Nintendo-Bereich und ja. Aber ich merke es selber so ein bisschen, die Einblendung da oben, die ist noch ein bisschen unscharf, Leute. Ich werde da noch ein bisschen dran arbeiten. Heißt nochmal neu machen. Also sozusagen die Auflösung einfach erhöhen. Statt 3000 mal irgendwas, nehmen wir einfach mal 6000, das Doppelte. Man gönnt sich ja sonst nichts. Moin Toda, willkommen. Grüß dich. Lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Zumindest hier im Stream, auf Discord schon, haben wir immer wieder mal. Er hat nur 662 Abos. Ja gut, das sagt ja nichts. Ich kenne auch Abonnenten, ich kenne auch Kanäle, die haben 100 Abos oder so. Das heißt ja jetzt nichts. Trotzdem kenne ich den jetzt nicht. Man kennt ja auch nicht jeden. Wie soll ich dir das Level schicken? Fitendo, das kannst du am besten entweder auf Twitter machen oder halt auf Discord. Entweder halt einfach in den Hauptchat von meinem Server oder halt einfach mir privat senden. Discord-Link sowie Instagram-Link und Twitter-Link. Alles in der Beschreibung, wenn man kennt's. Da findest du alle Links. Oh, ich habe jemanden getötet. Oh, als ob der mich noch überholt hat, ey, dein Ernst. Darauf erstmal ein bisschen eine Apfelschorle. Ganz entspannt. CTV ist ein deutscher Nintendo-YouTuber. Okay, ja, keine Ahnung, du. Sagt mir nix. Na, ich hab nicht mal 50 Abos. Ja. Belastende Dinge gibt's im Leben. So. Ein bisschen Winterstimmung. Wenn's draußen schon nicht schneit zu Weihnachten, dann wenigstens hier in Mario Kart. Bisschen zumindest. Hallo Natsu, moin. Grüß dich und hallo Ibims Fame Gamer Toad stinkt. Toller Name, willkommen. Hast du mich abonniert? Danke. Du hast mich getroffen. Achso, danke, hast mich getroffen. Ja, bitteschön. Hab ich gern gemacht. Ich habe 94 Abos und ein Video. Lul. Ja, Hammerbo, du bist einfach Fame, ne? Ist einfach eine Tatsache. Seit wann bist du ein Toad-Fan? Seit dem ersten Mario-Spiel, was ich gespielt habe. Und das war... Keine Ahnung, welches Spiel das war. Mein erstes Spiel, was ich selber besessen habe an Mario-Spielen, ist New Super Mario Bros. DS, ja. DS. Das war meine erste Nintendo-Konsole. Davor habe ich ein bisschen auf dem PC gespielt, bei meiner Mutti. Auf ihrem Windows 2000 Gaming-PC. Vor der Gaming-PC. Hashtag Pius stinkt. Oha. Pius, verdienst du Geld durch YouTube, wenn ja, über 300 Euro im Monat oder weniger? Ein bisschen Money gibt es halt schon, durch die Spenden halt, ne? An dem Stream gab es auch schon wieder, keine Ahnung, 8 Euro. Werbung eher weniger, also die Werbung, die ist nicht groß. Also ein paar Euro sind auf jeden Fall schon, 300 Euro auf jeden Fall nicht. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Er verdient durch mich, ja siehst du, Gamertoad, ja. Er ist mein Hauptsponsor, Gamertoad, danke dafür. Er ist mein Hauptsponsor, er gibt mir das Money hier, Leute. Gibt ein Herz im Chat, genauso wie Keksoffs. Oder Aaron, Grüße an Aaron. Aaron muss schlafen wahrscheinlich. Aaron ist noch ein ganz junger Toad. Ich gehe bei Penn, also man sieht sich. Man sieht sich nächstes Mal früher, oha. Ja, dann tschüss Marvin, gute Nacht. Der kleine Marvin muss ins Bett. Würde es sich lohnen, noch anzufangen? Womit? Du meinst jetzt Mario Kart oder mit YouTube oder was meinst du, Mirko? Auf jeden Fall danke an dein Abo, was da gerade war, mit Ibims irgendwas. Danke dafür. Also, Mirko, keine Ahnung, was du jetzt meinst. Also, wenn du mit YouTube meinst, dann kann man immer damit anfangen, warum nicht? Und jetzt hier mitzuspielen, natürlich auch. Ganz klar. Ganz klar. Ich bin gerade Zweiter. Danke. Danke für nix. Ich meine MK8D. Ja, natürlich, natürlich. Komm ran. Komm ran. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, ich bin Zweiter. Erster. Leute, ich bin der Beste.
Ich bin einfach der beste Toad. Oder Leute, schreibt's in den Chat. Bin so gut. Wie ist das Spiel YouTubers Live auf der Switch? Das ist ein ganz guter Port, also es laggt nicht. Die Grafik ist ganz okay. Kann man sich schon gönnen. Gerade wenn man es auf dem PC nicht spielen will. Über den Preis kann man sprechen. Bei 30 Euro ist es nicht so günstig. Aber auf dem PC kriegst du es für 15. Bin mir aber nicht so sicher. Kann man sich schon gönnen, wenn man auf dem PC nicht so gerne spielt. Ich habe es einfach mal gekauft, weil warum nicht, ne? Hatte Interesse dran, wie das auf der Switch so umgesetzt ist. Touchscreen hat es aber leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber... Ja, haben die nicht eingebaut. Warum auch immer. Hatten die wohl keine Lust drauf. Oh, ich bin Siebter. Das ist belastend. Muss aufs Klo. Danke für diese Info. Also, ich habe momentan 157. Dafür aber eine extrem aktive Community, auf die ich sehr stolz bin. Das ist doch schön. Optimal. Was ist rechts in der Beschreibung? What? Rechts in der Bestellung. Was für eine Bestellung? Links in der Beschreibung. Gamer Noob, was meinst du? Was willst du von mir? Ich hier nicht ganz verstehen, was du willst. Betrug, das sehe ich auch so. German Mapping. Moin. Grüß dich. Erstmal ein bisschen Apfelschorle hier, Gönnung. Dummer Link Guy. Moin. Willkommen. Gamer Troll, warum hast du eigentlich keins zu tun? Was ist los bei dir? Warum hast du keins zu tun? Spassi. Spassi Gaming. Moin. Hallo. Ich habe 31 Abos und immer mehr Aufrufe als Abos. Gamer Troll, kommen alle von mir. Der Paul. Paul oft ist schon sehr gut. Ja. Bester Typ, ey. Scheiße. Ich musste umbauen, Leute. Warte mal, ich muss umbauen. Ich will den Chat woanders hin machen. Okay. Jetzt kann ich besser spielen. Hab morgen Geburtstag. Ja, läuft bei dir. Obwohl im Dezember Geburtstag haben ist gar nicht so geil, weil dann kriegt man ja gleich zweimal Geschenke. Also einmal durch Weihnachten, einmal durch Geburtstag und ja, ist vielleicht ganz nett, aber ich hab's lieber, wenn ich im Juli Geburtstag habe. Hier gibt es nämlich einmal im Juli Geschenke und im Dezember. Das ist die optimale Einteilung. Gamertod ist aus Österreich, ich auch, ja. Immer diese Österreicher. Österreicher. Es muss ein New Super Toad Boss geben. Das würde ich toll finden. Ein Toad-Spiel ist immer toll. Captain Toad war schon richtig geil, aber so ein Toad Jump'n'Run, das wäre auch ziemlich toll. Würde ich feiern. Yassin, moin. Grüß dich, moinsen. Wann wirst du ungefähr Smash Splatoon spielen? Das kann ich noch nicht sagen. Das machen wir ganz spontan heute hier. Mal gucken. Also ich denke mal so 2-3 Cups werden wir auf jeden Fall machen. Das ist jetzt hier gerade der erste Cup. Drittes Rennen. Also mal gucken. Weiß ich noch nicht. Machen wir ganz entspannt spontan heute hier. Wann kommt 101? Das kommt morgen um 15.15 Uhr, Yassin. Und zwar die letzte Folge bei mir. Und danach geht es im Anschluss direkt weiter. Mit Folge 11, dem Finale bei Ready. Oh, ich bin voll gut. Gamer Toad. Komm her. Ich habe doch noch getroffen. Geil. Durch die Legs getroffen. Optimal. Ich zitiere Gamer Toad. Österreich ist geil. Ja, also ich sag mal so. Schlecht jetzt nicht, ne? Also die haben besseres Internet. Größtenteils zumindest haben die besseres Internet als wir hier in Deutschland. Also warum nicht? Und ihr Bundeskanzler ist mir jetzt auch nicht so unsympathisch. Also von daher kann man sich schon gönnen. Ja, nice. Ich freue mich. Ja, optimal. Wird sehr, sehr schön. Das Finale morgen. Rudy hat sich sehr viel Mühe gegeben. Alles ist super. Morgen 15. Alter, die Bananen. Voll assi. Ja, super. Wow. Wow. Ja, morgen 15.15 Uhr. Premiere auf meinem Kanal. Gönnt euch. Wer das liest, kann lesen. Yes, ich kann lesen. Das ist ja toll. Bin jetzt auf deinem toadigen Discord-Server. Das finde ich super. Der toadige Discord-Server, das ist immer gut.
Ja, Leute, folgt mir auf Twitter und kommt auf meinen Discord-Server. Ganz wichtig. Pius waren beide Bananen. Gleich wirst du gebannt. Raus. Gleiches Ende für dich. So viele Toads fahren hier mit. Ich achte da gar nicht so drauf bisher. Ich werde mal gucken. Noob. Oha. NRW lebt. Oh, alles klar. Hier sieht man leider nicht Bundesländer. Auf der Wii U sieht man die Bundesländer, ne? Hier nicht. Keine Ahnung. Bin wieder zurück. Optimal. War's auf dem Klo schön? Ich hoffe es für dich. Dass du einen schönen Klo-Ausflug hattest. Das sind die einzigen Bananen hier. Das glaube ich eher weniger. Ah, der ist bei YouTube-Chat bei mir verbuggt. Was ist denn das? Und zwar diesmal in meinem Browser und nicht bei euch im Stream. Ja, moin. Ich freue mich schon auf 101. Ja, ich mich auch. Ich habe die Folge auch noch nicht ganz gesehen. Und vor allem Reddys Folge, also die letzte Folge 11. Ihr müsst euch immer so denken, wenn die Folge kommt, deswegen machen wir es immer als Premiere, weil die Folge, die bei Reddy kommt, die sehe ich vorher nicht und kann live kommentieren im Chat halt, ne? Und die Folge, die bei Reddy kommt, die habe ich noch nicht gesehen. Also es ist immer ganz interessant, sein Gameplay zu sehen, wie er sich so angestellt hat. Ja, deswegen machen wir es immer als Premiere, dann können wir mal selber kommentieren und den anderen so ein bisschen fertig machen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Habe ich immer sehr viel Spaß dran. Deswegen machen wir das so. Ich habe jetzt Weihnachtsferien, ja. Wer hat's nicht, ne? Cool Guy, moin erstmal. Wer hat es nicht? Jeder hat jetzt Ferien. Das ist sehr, sehr schön. Das Jahr ist gelaufen. Holzi, moin. Ich nenne die Kumo-Weide auch gerne. Oh, Gamer Toad, das darf ich nicht aussprechen, denn wird hier Stream demonetarisiert. Das wollen wir ja nicht. Aber es ist ein sehr schöner Name. Kann man mal so stehen lassen. Jo, mit Verspätung auch mal da. Verspätung ist ja nicht so schlimm. Wir spielen noch ein bisschen Mario Kart. Da ist man im Grunde eigentlich nie zu spät. Wir kommen erstmal. Tic-Tac-Toad. Grüß dich. Am Mario Kart ist man nie zu spät. Kann immer mitmachen und gegen mich verlieren, ist immer möglich. Dennis X2, moin. Willkommen. Hallo. Ja, Leute, die jetzt alle so dazugekommen sind, wie findet ihr so das neue Stream-Layout? Habt ihr was zu verbessern, etc.? Schreibt es in den Chat für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, hier die letzten Minuten. Haut raus. Als ob du mir das Item klaut. Danke. Wow. Endlich Ferien, ja. Das ist immer gut. Bin auch schon in der Warteschleife. Nice. Freaky Boy HD 1337. Willkommen. Willkommen. Oh, Achter, ne? Dein Ernst? Läuft hier überhaupt nicht. Aber jetzt hören wir auf, Leute. Jetzt hören wir auf. Ich komme. Alle Toads werden überholt. So muss das. Bin jetzt auch auf dem Discord. Nice. Optimal. Immer schön auf dem Discord kommen, mich abonnieren, den Stream liken, ganz wichtig. Der Stream liken ist eigentlich recht, relativ wichtige Sache, ja. Ja. Je mehr Likes ein Stream hat, desto eher wird der anderen neuen Zuschauern vorgeschlagen. Also das Liken in Streams ist tatsächlich ziemlich wichtig. Ja. Wow, am Ende haben wir schon 3 überholt. Ich habe mich doch ganz gut angestellt, Leute. Ich bin doch voll gut. Ja, neue Runde, neuer Cup. Ihr könnt dazukommen und euch gönnen. Tic-Tac-Toad ist am Start. Optimal. Shelly, moin. Willkommen. Hacker. Nein, ich bin kein Hacker. Bin voll gut. So, zur Abwechslung gibt es jetzt mal ein bisschen gespiegelt. Ja, machen wir mal. Warte, ich komme. Das hast du zu spät geschrieben. Hast du zu spät geschrieben? Na gut, kommst halt da später irgendwie rein. Passt. Mann, Mann, Mann. Easy win, lol. Paul Offs fühle ich nicht so krass, ne? Hol mir was zu knabbern nach dem Rennen. Ja, gönnt euch. Popcorn, irgendwas. Hauptsache keine Pilze. Egal, kein Problem. Ja, passt, ne? Zahlt CCM, oh ne, Leon.
Das ist um 22:50 zu belastend, denke ich. Mal gucken. Hast du Super Smash Bros. Ultimate? Ja, habe ich. Teddy.de. Moin erstmal. Ja, habe ich. Smash Bros. Habe ich auch. Genauso wie Mario Kart 8. Ja, gut, das spielen wir gerade. Splatoon 2. Arms. Alle möglichen Multiplayer-Games von Nintendo habe ich. Pius, eine Frage. Yoshi-Fan, hau raus. Was hast du für ein Problem? Ich habe bis 12. Januar Ferien. Was? Am 7. habe ich schon wieder Schule. Belastend. Sag mal, wo ist dein Freundescode? Den habe ich nirgends zu stehen. Hast du mich gar nicht auf der Freundesliste? Das müssen wir mal ändern. Warte, nach der Runde zeige ich dir mal eben, Yasin. Nach der Runde zeige ich dir mal. Ein Antwort. What? Wann nimmst du das Adventskalender-Video eigentlich auf? Während dem Stream? Scheiße. Das müssen wir noch machen. Oh, Leute. Ja, im Stream nehmen wir es auf, Leute. Im Stream. Oder Hammerbro oder sonst jemand, der den Code hat, kann ich den eben einer Yasin eben schreiben. Dann kann er mich schon mal adden. Also, keine Ahnung, irgendjemand, der den Code hat, schreibt den mal bitte im Chat rein eben. Ich muss das Video noch aufnehmen. Oh Mist. Ich habe noch zu tun. Belastend. Immer dieser Adventskalender. Fahr, Junge. Vielleicht bestelle ich mir auf Spaß SARS 1000 Toad-Toiletten. Okay. Gönn dir. Was sind denn Toad-Toiletten? Ist ja ganz was Neues. Keine Ahnung. Erklärst du mir? Guten Abend, Toads. Moin, King Ali. Willkommen im Stream. Grüß dich. Und Deku. Moin, auch willkommen an dich. Adventskalender. Was willst du denn im Video machen? Yasin auf meinem Zweitkanal, der heißt Sweep. Der ist auf meiner Kanalpage verlinkt. Da spiele ich ja natürlich. Da öffne ich jeden Tag meinen Peach Adventskalender. Das sind immer so 1-Minute-Videos. Da zeige ich jeden Tag meinen Adventskalender. Ja. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Und ja, der ist auf dem Zweitkanal. Und das nehme ich meistens immer abends auf, weil ich nicht in die Gang komme am Tag. Ja, und das kommt halt jeden Tag. Bis halt zum 24. Sinja, moin. Grüß dich. Ich sag immer das Gleiche, ne? Keine Ahnung. Ich brauche neue Begrüßungen, Leute. Was soll ich sagen? Schreibt in den Chat. So, Leute, wir sind Dritter. Optimal. Das ist super. Deine Meinung zum Beef zwischen Domi und Mew? Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich halte mich da nicht größtenteils eher raus. Domi mag ich, ja. Und Mew ist auch ein Kollege von mir, von daher. Kommt jetzt auch Turniercode. Dennis, ich spiele hier im Freundesraum. Du musst auf meiner Freundesliste sein, damit du mitmachen kannst. Und da du VIP bei mir bist, darfst du natürlich auf meine Freundesliste, ganz klar. Komm ran. Yasin, hast du jetzt den Code? Oder nicht? Ich kann hier mal eben einblenden. Da ist mein Code, Leute. Hier ist er. Macht einen Screenshot oder sonst was. Also ich adde jetzt Dennis und Yasin, wenn die wollen. Keine Ahnung. Und dann können die mitspielen. Ja. Am Ende könntest du sagen, bye und bleib todig. Ja, das ist ein gutes Endding. Ja. Ich denke, ihr habt den Code jetzt hier gescreenshot. Wäre zumindest ganz gut. Match startet. Gib Gas. Was? Wow. Gerade noch pünktlich. Okay, los geht's. Bin schon drauf. Alles klar, dann komm mal ran hier, Dennis. Dann komm mal ran. Toadletten, ja, die kennt man natürlich, die Toadletten. Auf Freundes, alles klar, passt. Zum ersten Mal, dass ich Domi am liebsten in die Eier treten würde. Alter, du musst mal schreiben lernen erstmal, bevor du irgendwann in die Eier trittst. Boah, keine Ahnung. Domi hat auch natürlich Gründe dafür, das zu machen. Ich kenne die sogar ganz gut. Also kann ich die Entscheidung schon irgendwie verstehen. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist nicht das Thema des Streams, Leute. Redet das bei Mew, aber nicht bei mir. Nächste Runde bin ich dabei. Optimal. Super. Toad. Okay, Daisy, komm her. Daisy. Du geile Tante. Wollte gerade was anderes sagen. Lass mir das mal.
Alter, ist jemand hinter mir. Wow. Tarulovs, was war das? Mero YouTube. Moin, du Toadi. Grüß dich. Viele Toads hier am Start. Was war das denn? What the fuck? Was war... Danke. Alle hassen mich. Ja, danke, Luca. Das kam echt früh. Besser spät. Besser spät als nie. Das ist manchmal auch das Motto. Stellt euch mal vor, eine Toilette als Fahrzeug in MK8D. Das wäre ja mal optimal. Würde ich nehmen. Ist immer gut. Ja, der Twitter-Link ist ja richtig aktuell. Luca, Daumen hoch. Der Link führt zu meinem alten Twitter-Account. Depp. Jetzt kommen die Anfragen rein, ich merke das schon. Ich nehme eure Anfrage an. 4,99 €. Schlagen Sie jetzt zu. Ja, so unterschwellig sind wir hier nicht. Wer macht besser Best-Offs? Sind wir Boblin oder Bowser-Offs? Das ist jetzt eine Frage, wo ich von einem von dem auf die Fresse bekomme. Also, ich kann nur falsch antworten. Also ich sag mal so, da ich dummer Boblin allgemein bisschen besser kenne und er für mich bisher zwei Videos gemacht hat, na was heißt für mich, also er hat zwei Videos über mich gemacht, sage ich jetzt mal dummer Boblin. Bocky, ich liebe dich. So, aber Bowser ist auch ganz gut, aber der Bocky, der ist noch ein bisschen krasser. Du könntest glatt in der Teleshopping-Werbung was? Teleshopping-Werbung machen kannst. Ja, du auch mal Deutsch lernen, ne? Also manchmal schreibt die eine Scheiße, ne? Das ist ja unglaublich. Also, manchmal denke ich mir so, Deutschkurs, ne? Da muss ich anmelden. Nimmst du an? Ja, mal nach dem Rennen. Hab ich ganz vergessen. Mach ich nach dem Rennen. Wolkenstraße. Nee, lass mal stecken. Wann spielst du mal wieder Pokémon? Let's go. Das gibt's ja auch noch. Also mein Deutsch ist... Also... Oh, Hammer, Bro. Eure Chatnachrichten, die machen mich völlig fertig, ne? Das ist unglaublich. Kann ich gar nicht mehr fahren hier, wenn ich das lese, ey. Das ist... furchtbar. Wow. Mann. Fortnite ist scheiße. Das ist eine Ansage. Das wird den Gamertoad triggern. Der ist schon ganz wütend. Was für Bug? Du meinst eine Nachricht eben, oder was? Kumo war der Original aus dem besten MK. Also MKV finde ich jetzt nicht das beste Mario Kart. Da gibt es in meinen Augen... bessere Mario Kart, zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe ist für mich mein Lieblings Mario Kart oder auch Mario Kart Double Dash finde ich ganz nett. Mario Kart Wii würde ich jetzt nicht als bestes Mario Kart 8 Mario Kart betiteln. Nee. Aber natürlich, für Leute, die es damals gesuchtet haben, ist natürlich ganz krass, weil das erste Mal so richtig Online-Modus. Das war natürlich ein Highlight. Aber ich habe mal Mario Kart DS gespielt, von daher. Belasten. Okay, nächste Frage. Minecraft oder Fortnite? Dann würde ich Fortnite sagen. Weil da mehr Updates kommen und das Spiel für mich ein bisschen interessanter denn doch ist. Ja. Besser. Moin, hallo Ibrahim. Du hast ja schon Hallo gesagt. Auf jeden Fall nochmal Moin. Moin 2.0 hier an dich. Grüß dich. Sechster. Oh nein. Alle überholen! Lol. Den auch noch, komm! Geil! Leute, ich bin der Beste. Man sieht's immer wieder. Den Paul noch richtig am Ende überholt. So muss das. Das ist doch schön. Ich glaube, Smash gewinnt die Abstimmung. Oha. Huh?
Fortnite wird nur wegen dem Töten gespielt. Ja, das ist der Sinn des Spiels, ja. Mario Kart wird gespielt, um das Rennen zu gewinnen. Ich will Pilz einsetzen, dann kommt Blitz. Das ist... Oh, jetzt bitte annehmen. Ja. Ich denke dran. Da war ja was. Da war ja was. So, da ist er. Moin. Grüß dich. Töten ist nice, vor allem in... Och, armer Bro. So. Pünktlich am Start. Ich danke dir, ja, bitteschön. Was ist zurzeit dein Lieblingsspiel? Also aktuell würde ich schon Smash sagen. Das ist nämlich fast das einzige Spiel, was ich gerade spiele. Privat. Also von daher Smash. Ja. Lieblingsspiel ist immer so Sache für sich. Also einer meiner Lieblingsspiele all time ist 3D World. Ich liebe dieses Spiel. Ich möchte einen Port für die Switch, bitte. Ganz schnell. 3D World ist einfach beste. Ich liebe dieses Spiel. Ich kann es immer wieder spielen. Es ist immer wieder schön. Es dauert nur einfach lange, es durchzuspielen. Das ist das Problem. Als Speedrun dauert es ungefähr, keine Ahnung, 2 Stunden oder 3 Stunden. Und gerade für einen Noob wie mich noch länger. Und es ist halt, ja, nicht ganz so gut für den Speedrun leider. Aber ich liebe dieses Spiel. Angela X2, moin. Willkommen im Stream, guten Abend. Am 23, um 23.01 Uhr. Am 21.12. Montag. Ich will das neue Animal Crossing für Switch, aber ich will es auch. Ich habe gesehen, dass Nintendo in meinem Nintendo Store, ja, in meinem Nintendo Scheißkatalog, da kann man sich jetzt einen digitalen Animal Crossing Kalender runterladen. Und wenn ich das schon sehe, ne, dann geht mir schon was hoch. Weil Animal Crossing wird das Spiel 2019. Ich bin jetzt schon sowas von am Ende. Im Hype. Also wenn die jetzt schon beginnen, Animal Crossing Kalender zu machen für dieses Jahr, ne? Oh, Leute. Das wird so toll. Es wird so schön. Ich hoffe auf einen guten Online-Modus. Und dann wird alles richtig geil. Also Animal Crossing wird 2019 das Spiel auf diesem Kanal, Leute. Das möchte ich 2019 intensiv bringen. Ich möchte mit euch einen Stand erstellen. Mit euch online spielen und sonst was machen. Also ich möchte es mit euch auf jeden Fall erleben. Ja. Dies wird 2019 mein Game. Und ja, ich habe New Leaf damals richtig durchgesuchtet auf dem 3DS. Also bin auch kein Animal Crossing Anfänger. Ich kenne mich im Business sehr gut aus. Nicht so wie in Pokémon oder in Smash oder sonst wo. Animal Crossing ist mein Baby und deswegen werden wir das intensiv spielen. Das wird geil. Hoffe ich zumindest. Hoffentlich ist das kein Port oder so ein Scheiß. Aber wird schon nicht sein. Use, mach Animal Crossing Speedrun. Beste Idee, beste Idee. Das kann lang dauern. 30 Tage Stream. Letztes Animal Crossing dann 14, oder? Also kommt drauf an, was für dich ein Animal Crossing ist. Also das letzte Animal Crossing war sozusagen Amiibo Crab und das kam November 2015 raus. Und das ist für mich kein Animal Crossing. Dementsprechend ist das letzte richtige Animal Crossing 2012 erschienen und zwar Animal Crossing New Leaf. Happy Home Designer war für mich auch nur so ein überteuerter DLC, mehr auch nicht. Deswegen nee. So, Leute, ihr wollt es nochmal haben. Deswegen spielen wir jetzt ein bisschen 200 CCM zum Abschluss für Mario Kart. Und dann spielen wir noch ein bisschen was anderes heute. Ja. Hat Bolli schon Smash rausgekackt? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Das sag ich noch nicht. Bitte bringt Animal Crossing New Leaf vor dem 28.03. raus. Dann wünsche ich mir es zum Geburtstag. Ja, Animal Crossing New Leaf bitte nicht. Schon neues Animal Crossing. Und ich denke nicht, dass es im März kommt. Also ich kann jetzt hier gerne mal so ein bisschen meine Prognosen raushauen. Also ich denke, dass, also ist jetzt im Januar kommt der Mario Bros. U-Port. Ich denke so im März, April wird dann Yoshi's Crafted World kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann im Sommer
Also Anfang Sommer, Sommerbeginn. So, ich würde mal sagen Ende Mai, Anfang Juni, nach der E3 vielleicht sogar, damit sie es auf der E3 nochmal so richtig hypen können, könnte ich mir vorstellen. Kommt dann einfach das Animal Crossing für die Switch. Im Herbst, also ich würde mal sagen, so im Oktober, kommt dann passend zu Halloween Luigi's Mansion 3. Und im November kommt dann Pokémon Switch. Und dann kommen noch ein, zwei Ports. Bitte 3D World! Und dann bin ich geil. Dann fühle ich mich gut, ja. Kann man so sagen, ja. Danke dafür, Karma Oha. 200 CCM wird Todesgebet. Nee, 200 CCM ist doch immer schön. Immer wieder eine tolle Sache. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, ey. Ist doch super. Danke dafür. Karma, ja. Mach mal Pokémon weiter. Oh, mal gucken. Keine Ahnung. Pokémon ist so langartig. Weißt du? Ich spiele mal gerne Multiplayer-Spiele. Deswegen. Ja, mal gucken, ne? Mein, lustigerweise war der Pokémon-Stream sogar gesperrt. Denke ich mal auch so, okay. Die haben einfach meinen Pokémon-Stream gesperrt für ein paar Tage. War richtig scheiße, dass die einfach den Stream sperren. Denke ich mir auch so. Wollte mich verarschen eigentlich. Aber inzwischen ist der wieder online, ne? Ich habe hier mal ein bisschen XMG angerufen, mein Netzwerk und so. Nee, ich habe die nicht angerufen. Keine Ahnung, das war immer wieder da. Haben die selbstständig wieder rückgenommen. Rückgenommen, zurückgezogen, so heißt das. Und dann lief das wieder. Dann war alles wieder toll. Nintendo hat gesagt, dass sie keine Viewports mehr bringen. Was? Echt jetzt? Wo haben die das gesagt? Ich weiß davon nichts. Hast du eine Quelle? Wenn ja, hau raus. Also ich weiß davon absolut nichts, dass sie es angekündigt haben. Und ich bin normalerweise immer recht up to date, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe nicht. Ich möchte nämlich ein Super Mario 3D World Port für Switch, bitte. Mann, ey. Guten Abend an alle. Moin Jonas. Guten Abend. Grüß dich. Habe ich von einem YouTuber gehört irgendwann. Ja gut. Von einem YouTuber, da sollte man nicht so viel glauben. Guck mal. Ich labere auch den ganzen Tag Scheiß, wenn der Tag lang ist. Also von daher glaubt keinen YouTuber, Leute. Also solange Nintendo dies nicht persönlich sagt. Und selbst dann stimmt's nicht. Also Nintendo sagt oft Sachen und macht dann genau das Gegenteil. Von daher, die sagen oft Sachen wie, keine Ahnung, die Nintendo NX wird unser drittes Standbein neben Nintendo Wii U und Nintendo 3DS. Nintendo Wii U wird parallel weiterlaufen neben der Nintendo NX. Der My Nintendo Store wird deutlich besser als Club Nintendo. Ja, und was wurde daraus? Nix. Alles scheiße. Okay, das ist. Ah, nicht alles. NX wurde gut. Aber sonst. Welchen Wii U-Port für die Switch würdest du am meisten empfehlen? Mark 8 Deluxe. Ja. Und danach würde ich sagen. Donkey Kong. Oder Captain Toad. Captain Toad ist optimal für alle. Captain Toad, bestes Game. Also ich wünsche mir noch zwei Spiele, ne? Also zum einen 3D World und natürlich Animal Crossing Amiibo Festival. Das brauche ich einfach. Das wäre einfach optimal. Vielleicht ja 3D World 2. Was laber ich, wird eh nicht passieren. Ein zweiter Teil ist natürlich auch ganz geil, aber ein Port geht schneller, deswegen gebt mir dieses Spiel. Ich denke eher, dass ein Mario Odyssey 2 kommt als ein 3D World 2. Ist wahrscheinlicher. Wahrscheinlich kommt sogar ein Mario Odyssey 2. Vielleicht wird es sogar schon nächstes Jahr angekündigt. Mal gucken. Das würde ganz gut reinpassen. Hätten wir einen. Danke dafür, Lakito. Hätten wir einen Luigi. Luigi's Mansion hätten wir dann. Ein Pokémon. Ein Animal Crossing. Ein Yoshi und vielleicht noch am Ende des Jahres, so mit Pokémon zusammen im November oder so, noch ein ganz entspanntes Mario Odyssey 2 nach 2 Jahren. Warum nicht? Oder Mario Maker, genau.
Mario Maker geht natürlich auch, wäre auch ganz geil. Warum nicht? So, ich mache alle fertig, ey. Leider wieder Neunter. Hat der Konizo schon angekündigt. Genau, Konizo, der, wenn der das ankündigt, tut, dann stimmt das einfach. Dann ist das einfach real. Ja. Ja, eine Requesting am View Festival, bitte. Ganz wichtig. Mario Maker wäre super, aber bitte den zweiten Teil. Ich möchte neue Elemente, also das wäre schon ganz geil. Also Mario Maker mit denselben Elementen wäre relativ lame. Bitte einen zweiten Teil. Betrug, tja. So ist das Leben, ne? So ist das Leben. Talalalala. Mario Maker mit neuen Content wäre cool. Das sehe ich auch so. Apfelschorle einfach beste Sache, ey. Wie lange geht der Stream noch? Keine Ahnung, wir gucken mal. Also ich denke, die 0, das 0 Uhr machen wir voll, Leute. Mir fällt nur ein, ich muss immer noch das Adventskalender-Video machen. Wir machen nach diesem Cup, switchen wir, denke ich mal, zu was anderem. Vielleicht Splatoon, vielleicht Smash, mal gucken. Und dann nehme ich das Adventskalender-Video eben auf. Mitten im Streaming, seid live dabei, Leute. Nur könnt ihr ja nichts sehen, ihr könnt nur mich hören. Ganz belastend, ne? Die ist natürlich abends nicht, abends. Abends nicht, wäre Smash oder Splatoon 2. Aber abends ist heute nicht geplant. Abends habe ich einfach Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Hilfe! Spielt das noch irgendjemand? Mario Maker 3D mit Super Mario 3D World Elementen. Das ist natürlich auch ganz geil, aber ich denke nicht, dass das kommt, weil für einige ist halt schon ein 2D-Level zu bauen höhere Mathematik, was sich in den Kopf reingeht. Also 3D World würde die Menschen einfach komplett überfordern. Dann denken die Leute so, dann können die Leute wahrscheinlich nicht mal mehr, keine Ahnung, die Switch mit ihrem Handy unterscheiden, weil sie einfach so am Ende sind. Nee, also ich denke nicht, dass sie das machen werden. 2D Mario ist für einige Menschen einfach schon viel zu intensiv im Hirn. Genau wie für mich das Fahren. Belastend. Ganz tolle Belastung hier. Also von daher, nee. 3D Maker, nee. Das ist Abschuss für einige Menschen. Also wenn ich mir einige Level hier, ne, in 2D ansehe, in Mario Maker, ne, denke ich mir manchmal so, wie alt ist diese Person? Ist sie schon 4 Jahre alt? Das ist hier die Frage. Also nee. Never. So. Ab ins Ziel als 10. Ich bin so gut. Ich bin der Beste in Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ich bin schon ganz gut, ne? Ja. War, musste was machen. Jetzt bin ich wieder da. Etc. Ja, dann moin zurück. Moin. Todertail wird geil. Ja, fang erstmal an, das zu erstellen, Gamer Toad. Dann sehen wir weiter. Jetzt dann gleich live das Adventskalender-Video. Genau. Ihr seid live dabei im Chat. Ich blende euch ein. Aber ihr seht das leider nicht. Also ihr könnt nur hören den Spaß. Aber nicht sehen. Hauptsache nicht insgesamt letzter. Ja, das ist wichtig. Weiß schon, was im Kalender ist. Hab den gleichen. Aber nicht spoilern, ne? Das ist ganz wichtig. Ich hol den schon mal her, ne? Ich hol den schon mal. Leute! Ich hab den Kalender. So, hier steht er schon mal. Ist heute, welcher ist heute? 21. Oh, da ist wieder ein Bonbon drin, ne? Ich krieg schon wieder zu viel hier. Ich mag deine Katze. Das richte ich hier aus. Das freut sie bestimmt. Spoiler, nö. Mach mit Mario Kart weiter. Nee. Nach dem Rennen machen wir was anderes, oder? Nach dem Rennen switchen wir ein bisschen. Mal gucken, wohin. Aber erstmal mache ich nach dem Rennen kurz das Adventskalender-Video. Ja. Ihr seid live dabei. Hab nämlich nur noch 45 Minuten, dann ist schon der nächste Tag. Also ist ein bisschen belastend.
Müssen wir uns beeilen. Kugelwilli! Siegen! Moin, willkommen, guten Abend, willkommen im Stream. Deine Katze ist süß. Dankeschön, das freut meine Polly ganz bestimmt sehr doll. Richtig morgen auf. Sie ist nämlich gerade draußen, Leute. Die ist gerade auf Roadtrip. Macht den nächsten Kader klar. Die gönnt sich einen Mann oder so. Keine Ahnung, was sie draußen macht. Die ist draußen on Tour. Guckt nicht mal ins Stream, die Verräterin. Anzeige ist raus. Bin ich auch ein Toad, obwohl ich Yoshi-Fan bin? Also solange du auch Toad magst, ne? Mirko, ist ja alles gut. Also solange du Toad magst, ne? Passt das alles? Yoshi ist ja auch ganz süß. Wow, what the fuck? Dies war belastend. Muss los. Bin neu, lass den Abo da. Dankeschön, hallo, moin, Simon. Willkommen bei den Toads, grüß dich und guten Abend erstmal. So, Leute, Fünfter, nicht so gut. Komm denn überhaupt? Dein Ernst? Belastend. Egal. Als Achter im Ziel. Eben? Was meinst du mit eben, Simon? Bin neu und lass den Abo da. Das heißt das Abo, oder? Das Abo? Das ein. So heißt es. Ein Abo. Ein Abo. Abend. Ja. Moin. Ja gut, es ist schon fast Nacht, ne? Ja. Ich habe Problem. Du blendest dann den Stream im Video ein. Achso, hier, ich filme den ab. Ganz professionell, Leon. GG, Leute. Ja, optimal. Meinte ich, ja. Das habe ich jetzt verstanden. Auf jeden Fall, moin. So, Leute, was machen wir denn jetzt Schönes? Ist Splatoon oder Smash? Stimmt jetzt unten ab. Was heißt unten? Stimmt jetzt oben rechts im i ab, ob wir jetzt Smash oder Splatoon 2 spielen sollen. Oben rechts im i ab stimmen und dann geht's los. Stimmt es eben ab. Ich mache jetzt eben das Adventskalender-Video und ihr seid live dabei. So. So, stimmt ab und ich mache das System. Du filmst dann den Live-Chat ab. Ja, mache ich. So. Okay, kriegen wir hin. Mach Adventskalender. Ja, mach ich jetzt, Leute. So. So's. Okay, bin bereit. Video geht los. Hey Toads, willkommen zum neuen Adventskalender. Wir sind jetzt hier live in der Aufnahme. Ihr seht die ganzen Leute, die da am Start seid. Sagt mal Hallo zum Video in den Live-Chat. Sagt mal Hallo. OMG, ich bin im Video. Hammerbo, sagt es schon, Leute. Wir sind jetzt hier live im Stream gerade hier am Start. Und ja, jetzt nehmen wir jetzt gerade hier das Adventskalender wieder auf. Dein Ernst? Danke für alles, Pius. Kleiner als 3 Dekasekunden ist für Weihnachten plus Silvester. Ich mag dich, GG. Okay, man tut. Bruder, gib den Gamer mal ein bisschen Herzen gerade hier. Ist für Weihnachten und Silvester. Ich mag dich auch. Ja, gib dir mal bitte ein paar Herzen im Chat und wir machen jetzt mal Türchen 21 auf. Das ist hier, Leute. Und da haben wir einen Bonbon drin. Schokobonbon. Lena, nicht Lena. Julia hat sich beschwert, dass das ein Bonbon ist. Das ist ein Bonbon, Julia. Das ist ein Bonbon. So, da ist er, Leute. Wunderbar. So, Türchen 22 ist morgen wieder was Krasses. Und dann haben wir noch die 23. Wo ist die denn da oben? Und dann sind 24. Noch 3 Tage, Leute. Sind wir hier durch? Ja, Leute. Bis morgen dann. So. Bonbon, ja, Leute. Da sind die Herzen. Ja, Leute. Lasst ein Like da hier im Stream und im Video. Bis morgen an die Leute beim Video. Tschüss. Yeah. Gamer Toad, du bist einfach nur krass, ne? Kein Kommentar. So, Leute, wir sind durch. Dann mal raus aus der Hütte hier. Aber geh mal tot, ohne Witz. Was ist los mit dir? Alter, danke, ne? Du hattest ein richtig gutes Timing drauf, passend zum Video.
Bin ich im Video? Hallo Mama. Ja, ihr seid alle im Video. Optimal, ne? Abonniert Pius und so lieb. Ja. So, Video ist fertig. Dann kommt das Video online. Das laden wir jetzt eben hoch, Leute. Ganz schnell. So, warten wir. Ich mache schon mal das Spiel aus. Und dann laden wir eben das Video hoch auf Sweep. So. Aber nicht anschauen, Leute, ne? Bleibt schön im Stream. Bleibt schön im Stream, ihr Toads. Sonst seid ihr ehrenlose Leute. Dann werde ich zu euch nach Hause kommen und euch mit Pilzen abwerfen. Und dann seid ihr ehrenlos. So. Okay. So, Video wird hochgeladen. Und wir gucken jetzt eben mal zur Umfrage, was da denn jetzt so schön steht. Ob wir jetzt zu tun oder Mario Kart 8 machen. Zu tun und Smash. So. Gucken wir mal. Aber Gamer-Tot, ne, ohne Witz, du bist einfach zu krass für die Welt. Was ist los bei dir? Oha. 55% sind für Smash. Alles klar. Dann machen wir halt Smash. Was ist los? Oder? Wollt ihr eure Meinung nochmal ändern? Nintold, moin. Lädt das Video übers Handy hoch? Ja, übers Handy. Ich hab's ja auch aufgenommen, Leon. Deswegen, da ist direkt da hoch. So. Okay, Umfrage. Ja. 54% ist für Smash. Alles klar. Die 12 Leute, die für Mario Kart gestimmt haben, aktuell, könnt ihr gerne noch zurücknehmen, damit ihr halt dann das richtige Spiel wählt. Okay. Glock, Glock. Alles klar. Nicht Smash. Warum nicht Smash? So, Leute, wollen wir jetzt Smash spielen? Die meisten sind dafür, deswegen machen wir es einfach mal jetzt, ne? Ja. 15 sind für Splatoon und 32 für Smash, also. Komm, gönnen wir uns. Muss ja eben das Spiel wechseln. Wie findest du mich? Zu krass für die Welt. So finde ich dich. Muss er da weg? Alles klar. Paulos. Tschüss. So ist, Leute. Ich will ein bisschen Smash. Vielleicht danach noch ein bisschen Splatoon. Mal gucken. Vielleicht machen wir einfach alles drei heute. Das wäre doch geil, oder? Machen wir einfach jedes Spiel ein bisschen. Das wäre doch eigentlich ganz. Wäre doch optimal, oder? Muss keiner weinen, kommt jeder dran, alles ist schön. Genau. Ein bisschen Smash und dann vielleicht noch ein bisschen Splatoon. Mal gucken. Kann die Katze bitte den Kanal übernehmen? Nee, nee. Die Katze nicht. Ich bin krasser. So. Ab geht's in Smash. Ist okay. Smash gleich Pius. Okay. So, Leute, online. Online geht's ab. Jetzt haben wir Spaß im Leben. Und Spaß ist immer gut. Was wollen wir überhaupt spielen, Leute? Eins gegen eins? Ja, lass mal eins gegen eins machen. Ja, 1 gegen 1, komm. 1 gegen 1, Leute. Jeder darf einmal mit mir spielen. Bis halt alle dran waren. Ja, das passt. Das passt. Das passt. Raumgröße 2, Spielerwahl. Zufall. Passt. Muss alle auf. Alles klar. Tschüss, Steffi. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Okay, dann das ist das Toad, die Toad Arena. Toad Arena. Optimal. Los geht's. Deine Katze macht jetzt einen Diss-Track gegen dich. Ich glaube, das kann die nicht. Triff eine Auswahl. Okay, Leute. Ihr könnt reinkommen. Hier oben steht der Code. Da oben ist er. Ich schreibe den mal eben hier rein. Wartet mal.
So. Arena Code 9RD8V. Hauen wir es mal da unten rein, das passt. Nicht ganz professionell, aber hey, passt. Hauptsache, man sieht's überhaupt, ne? Da ist jemand. Tic-Tac-Toad, moin. Grüß dich. Wow, zu langsam. Klar. Tja, belastend. Knusper-Hotdog. Moin, willkommen im Stream. Wie gegen Ready. Was? Ready ist gar nicht hier, oder? Ready? Bist du am Start? Ich glaube nicht. Bin weg, schön. Alles klar, tschüss. Ist das Video schon on? Nee, nee, das machen wir gleich, Leute. Das lädt gerade hoch. Das ist dann gleich fertig. Wahrscheinlich ist es schon fertig, ich habe noch nicht geguckt. Alter. Muss erstmal einspielen. Ich komme von Mario Kart. Oh, Hilfe. Wem spielst du gerne? Meta Knight? Es gibt da keinen Toad. Leider gibt es da keinen Toad, deswegen Meta Knight ist auch ein ganz cooler Typ. Was? Was erzählt er da bitte? Oh, Lex. Lex sind nicht gut. Lex sind belastend. Muss er da auf. Bis bald. Alles klar. Tschüss. Komm her. Geh aus deiner blöden Blase draus, Junge. Ich mach dich fertig. Ich bin der Beste, Leute. Pure Smash gut. Ja, ich bin einfach gut, ne? Ich bin einfach gut. Komm her. Junge. Nein! Oh, wer das sind. Ist das oben rechts? Deine Abonnentenanzahl auf dem Kanal steht aber 165. Ja, das ist die Abonnentenzahl. Beim Kanal steht immer eine andere Abonnentenzahl, wenn du halt jetzt nicht neu laden tust, weißt du? Das da oben ist die aktuelle Abonnentenzahl und die, die du hast, immer die halt. Das ist halt immer die Zahl, die du halt da stehen hast, wenn du halt den Stream öffnest, ne? Also die wird nicht aktualisiert. Wird erst geupdatet, wenn du halt den Stream neu lädst. Ja. Oh, was ist das für ein Typ, ey? Hör mal auf, du Fitness-Typ. Sport ist Mord. Verstehst du? Blase, das ist das Schild. Ist mir doch geil, Leon. Das ist eine Blase, der bläst. Okay, der halt nicht. Der halt nicht. Alter, der mit deiner. Also, muss los. Was ist denn das für ein Typ, ey? Stirb halt. Hast du einen Schaden? Oh, der sucht Stress, der Typ. Der sucht richtig Stress. So, der stirbt er endlich. Jetzt ist er weg vom Fenster. Nice. Endlich ist er weg. Im Kampf kann ich leider nicht so doll auf den Chat eingehen, Leute. Tut mir leid. Gucken wir uns gleich alles an. Und zwar nach dem Kampf. Die Anzeige der Donation ist weg. Oh nein, geh mal tot. Als ob die so schnell weggeht. YouTube, warum macht diese Anzeige so schnell weg? Leon, was heißt Leon? Julian ist krass. Hör auf! Dein Ernst? Bei jedem einen Kampf? Nee, nicht bei jedem. Was ist los? Ich dehne gleich richtig meine Beine, Junge. Glaubst du gar nicht. Das war scheiße. Ola Julia, die ist am Schlafen. Die ist am Schlafen, die Kleine. Fius wird gnadenlos verlieren, ich hoffe nicht. Muss los. Manchmal denkt man sich so richtig, halt, stopp. Manchmal denkt man sich so, nee, Mann, das Video lädt tatsächlich noch hoch. Das dauert noch eine Minute. Ja, das war belastend. Nächstes Mal ich dich zerstören. Ganz klar. Er muss los, oh ja. Fertig er.
Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, nach der Runde, Leute, nach der Runde darf ein neuer von euch rein. Also macht euer Smash bereit, macht euch bereit, gebt den Code ein, der unten rechts steht, und dann könnt ihr gleich nach der Runde mitmachen. Gönnt euch, nach der Runde darf ein neuer Toad gegen mich verlieren, ist ja ganz klar. Nach der Runde hat jemand wieder Glück im Leben. Junge, hör auf. Der wirft mir Fußball ab. Fußball ist Gift. Aber dieser scheiß wie Fit-Trainer, ne? Ohne Witz. Scheiß wie Fit-Trainer, Alter. Geh sterben. Sport ist Mord, Junge. Sport ist Mord. Ist echt belastend. Hab keinen Smash. Gamer tot. Dann wünsch dir das zu Weihnachten oder so. Wünsch dir das zu Weihnachten. Oh nein, er greift mich. Hör auf. Als ob. Was ist dein Lieblingsspiel? Einer meiner Lieblingsspiele ist auf jeden Fall Super Mario. Super Mario wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich mir schon gewünscht. Optimal, das machst du gut. Sehr, sehr schön. Alter, was mache ich da gerade? Oh nein, er greift mich. Ja, greifen ist nicht gut. Greifen ist nicht optimal. Du bist ein bisschen schlecht in Smash. Ich kann mich da im Stream nicht so konzentrieren drauf. Ach du Scheiße. Aber ey, er hat auch nur noch zwei Leben. Er ist schon einmal gestorben. Also mal da. Scheiße. Alter, diese Stage ist so merkwürdig. Krieg ich Angst hier. Mann, warum macht er das? Ja, ich spüre die Anspannung. Alter, was ist das hier? Was soll das? Dieses Bild im Hintergrund macht mich fertig. Und die Stimme dazu. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Was ist das hier? Nein, wir dehnen uns hier keine Beine, Alter. Oh, der mit seinem Schutzschild, ne? Pass mal auf. Diese Musik dazu, das ist zum Heulen hier. Ist echt zum Heulen hier. Richtig zum Heulen hier. Echt zum Heulen hier. Stirbst du es mal? Nee, ich mach hier gar nichts nach. Oh, er ist tot. Videobeschreibung schauen. Ich bin auch tot, yeah. Alter, hör auf mit deinem Schutzschild. Mann. Stirb. Dieses Stagenhilfe. Chris, moin, willkommen. Guten Abend, gute Nacht, sonst was auch immer. Kannst du den Emoji aufmachen? Welchen? Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht wie, Leon. Ich weiß es nicht. Ich kann Toad-Emojis machen, ne? Gönn dir, Leon. Gönn dir. Stirb halt. Leute, wer hat hier gemeint, ich bin schlecht? Zerstört. Leute, ich bin einfach gut. Als ob das jetzt immer noch 2 Minuten braucht. Willst du mich verarschen, Alter? Sag mal, habe ich hier Internet von Bombusleitung oder was? Hallo, 1&1. Ich habe irgendwie der keinen Bock, das Video hochzuladen. Ich weiß auch nicht. Der Stream und das Smash hier ein bisschen blockiert hier die Leitung oder was? Jetzt lädt das Video so richtig langsam hoch heute. Du bist immer noch schlecht. Danke. So ist Leute. Tic-Tac-Toad war nett mit dir, aber jetzt darf der Nächste gegen mich verlieren, Leute. Kommt rein, dürft 2 Runden gegen mich spielen. Gönnt euch. Gönnt euch im Raum. Caroline B. Moin. Beziehungsweise guten Abend, gute Nacht. Willkommen im Stream. Arthur. Super. Guten Tag. Kommen Sie ran. Er spielt als Kirby. Okay, also
Gegen Kirby kann man gewinnen. Den zerstört man gerne. Den guten alten Kirby. Hochladen dauert bei mir meistens so lange wie die Verarbeitung. Oha. Ja, so lange bei mir meistens nicht. Gerade die Adventskalender-Videos sind da normalerweise in 1 bis 2 Minuten hochgeladen. Warum das jetzt hier schon über 10 Minuten braucht, ich weiß es nicht. Allgemein, der muss los. Als ob der es noch schafft. Hab mich schon so gefreut, ne? Hab mich schon so gefreut, Mano. Nein! Bruder muss los. Hör auf, deinen Hammer aufzuladen, Alter. Nein! Muss los! Haha! Bam! In die Fräse! Oh. Dankeschön für den Transport. Oha. Er sucht jetzt Stress. Er sucht Stress. Mein Main ist auch Kirby, okay? Ich mag Meta Knight sehr, sehr gerne. Von den Attacken her. Vom Moveset ist er halt einfach in meinen Augen ganz geil. Ente, moin! Willkommen im Stream, guten Tag! Nein! Oha, das war hart. Böser Kirby. Jetzt kriegst du aber einen rauf, bitteschön. So. Oh, das wird spannend. Mal gucken, ob wir das hier gewinnen. Ich lebe noch. Nein, der Hammer, der Hammer. Er hat dich fast aufgeladen, Mist. Aber auch nur fast. Nur fast, Leute. Und Kirby fick ich dich, nee. Halt, stopp. Oh, das war der Hammer, Leute. Das war der Hammer. Aber ich werde kommen und dich besiegen. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm von mir, ich weiß. Aber kriegen wir alles hin. Komm her! Nein, hör auf! Nein, nicht der Hammer. Der Hammer kann schön zu Hause bleiben. Ich habe gegen Pius verloren. Tja, Ehre verloren, ne? Ehre verloren. Und die Musik ist voll geil hier. Stirb doch jetzt endlich! Kann nicht wahr sein. Jetzt ist er weg. Nee, immer noch nicht. Der lebt einfach immer noch. Immer noch. Stirb halt. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg vom Fenster. Kann ich auch mitspielen, klar. Raumcode ist unten rechts im Bild. Alle 2 Runden spiele ich mit jemand anders von euch. Also, das ist der erste Kampf. Eine Runde spiele ich dann noch mit Arthur und dann darf der nächste von euch dann einfach reinkommen. Unten rechts ist der Arena-Code. Jeder kann reinkommen. Ihr müsst nicht auf meiner Freundesliste sein. Das ist hier der große Vorteil. Im Gegensatz zu Splatoon 2 als Beispiel. Das ist hier wirklich ganz gut gelöst von Sakurai und seinem Team. Daumen hoch an dieser Stelle an ihm. So, komm her. Oh, das war blöd. Das hätte nicht passieren dürfen. Okay. Stirb! Ah. Komm! Hallo, hallo, Game Bros. Willkommen. Willkommen im Stream. Grüß dich. Scheiße. Okay. Belastend gelaufen. Aber noch nichts verloren, Leute. Noch nichts verloren. Noch nichts verloren. Kann alles noch werden. Wenn ich denn rankomme. Alter, hör auf. Hör auf. Oh Mann. Ich krieg den mit dem Wirbel nicht so. Leider. Geh mal tot, moin. Ja gut, du bist schon lange dabei, ne? Du bist heute eh wieder der krasseste vom Haus. Und da ist er. Noch nicht weg. Leider. Oh, das sieht ja aber nicht gut für mich aus, leider. Ah, ich habe noch Chancen. Aber sie sind leider nicht so hoch. Okay, das war dumm von mir.
Und das war auch nicht so gut. Fertig? Noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Noch kann ich noch gewinnen, Leute. Noch kann ich gewinnen. Noch habe ich Chancen. Oder auch nicht. Wird knapp, Pius wird knapp verlieren. Ja. War belastend. Ihr werdet laut Pius krass, wenn du 25 Euro donatet. Der ist auch so. Dies macht ja nicht jeder. Weil nicht jeder so ein Witcher Toad ist. Okay. Eine Runde darf der Arthur noch gegen mich verlieren. Dann ist der nächste dran. Fertig hier. Fertig hier. So ist das Video jetzt eigentlich hochgeladen. Ich muss es langsam hochladen. Okay. So, Leute. Okay, Videos on line, aber schaut euch das noch nicht an, ne? Bleibt schön im Stream, Leute. Ah. Oder kommt danach wieder, wie auch immer. Das Video kommt sonst zu spät. Ja, ist jetzt online, Leon. Ist schon online, ist schon online. Noch pünktlich. Ah, ist super. Oh, warte. Okay, die Runde läuft bisher nicht so. Bisher läuft sie nicht so geil. Bisher ist es hier sehr ausbaufähig. Jetzt gibt es auch minimale Lags. Oh, belastend. Minimale Lags. Belastende Lags. Wow. Nein! Das war dumm. Hallo zusammen. Hallo Link 0503. Moin. Moin, willkommen. Ich muss auf. Gute Nacht. Alles klar. Tschüss. Sinja. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Tschüss. Stirb, Yoshi. Nicht Yoshi, das ist Kirby. Kirby stirbt. Also, tschüss. Ja, noch stirbt er nicht, leider. Ah, lass mich in Ruhe. Ihr seht, Leute, falls ihr nicht so gut in Smash seid, kein Problem. Gegen mich habt ihr Chancen. Gegen mich ist alles drin. Als ob der es nicht getroffen hat jetzt. Mann, stirb. Als ob. Nee, nee, so, Junge, so nicht. Okay, es ist ja weg, oder? Na, noch nicht. Noch nicht. Als ob! Pius smasht und verliert. Was los? Das war mehr als belastend. Das war Betrug. Das zeige ich an. Das bricht zur Anzeige. Wieso spielst du nicht Peach? Die hat auch Tod dabei. Peach ist eine Oberzicke. Musst du doch eigentlich wissen. Peach ist eine Oberzicke. GG, ja. Das war belastend. Als ob. Der mit deinem Hammer, ne? Hör auf. Hör auf mit deinem Hammer. Geh nach Hause mit deinem Hammer. Okay, da ist er weg. Also, schauen, sie sind zwar noch da, aber die sind nicht so hoch, Leute, leider. RIP Tisch. Dem Tisch geht's gut. Dem Tisch geht's optimal. Da hör auf, ey. Geh nach Hause. Wie lange streamst du noch? Mal gucken. Ah, er geht noch nicht, er geht noch nicht. Als ob. Er geht leider immer noch nicht. Kirby, geh. Wie lange streamst du noch? Ich weiß noch nicht. Noch ein paar Minuten auf jeden Fall. Also 0 Uhr machen wir voll. Ganz klar. Noch in den nächsten Tag rein. Haben wir noch einige Leute, die noch spielen wollen. Also jeder wird natürlich nicht drankommen, denke ich heute. Das ist klar. Das ist immer so bei Streams, dass meistens nicht jeder drankommen kann. Aber ich denke, viele werden auf jeden Fall noch dran. Also ein paar werden auf jeden Fall noch drankommen heute. Ah. Hör auf! Oh, ist belastend. Bin wieder da vom Video. Moin, willkommen zurück. Hat's dir gefallen? Wir können das Video auch gerne am Ende zusammen gucken, Leute. Gar kein Stress.
schaue mir das hier, blende ich das im Stream hier mal ein. Ist ja gar kein Problem für mich. Für den Skiller. Für Pius. Als ob das nicht getroffen hat. Hör auf. Okay, meine Prozentanzeige ist nicht mehr so gut. Sieht für mich nicht so geil aus, leider. Oh Mist. Oh, das läuft nicht mehr so gut hier. Wieso nicht, mein Lieber? Keine Stampfattacken. Nicht für den Pius. Das wollen wir hier nicht sehen. Und dann trifft er trotzdem damit. Oh, belastend. So. Tschüss. Spielen wir gleich noch was wir tun. Zwei. Mal gucken, weiß er nicht. Ich habe eigentlich noch ein bisschen Lust auf Smash gegen euch. Deswegen weiß ich noch nicht. Oh nein, ich bin gestorben. Oh, ich bin gestorben. Wir lassen. Ja, moin. Wir haben ein neues Mitglied. Das Huhn TT. Dankeschön fürs Mitglied werden. Wird gleich schon eingeblendet, Leute. Gleich kommt die Einblendung auf jeden Fall. Dankeschön an dich schon mal hier, ne? Willkommen bei den krassen Toad Vips. Auf jeden Fall hier bei den Toad Mitgliedern. Komm auf jeden Fall auf meinen Discord-Server, das Huhn. Damit du halt auch alle Vorteile vom VIP-Abo bekommen kannst. Discord-Link, genauso wie Twitter-Link und Instagram-Link. Alles in der Beschreibung. Ja, danke an Arthur erstmal fürs Mitspielen. Und jetzt ist der nächste gleich dran. Auf jeden Fall danke, das Huhn. Dankeschön. Ja, wie gesagt, komm auf meinen Discord-Server, falls du da noch nicht bist. Damit du alle krassen Funktionen haben kannst. Kommt die Einblendung heute noch? Ja, da ist sie. Eskalation. Wunderbare Einblendung. Zu tun. Später. Mal gucken. Weiß noch nicht. Gib dem Huhn ein paar Herzen. Auf jeden Fall. Danke an dich. Und wir haben hier den nächsten Kandidaten, der zerstört werden will. Das ist Yassin mit Luigi. Moin. Grüß dich. Komm in die Arena, damit du fighten kannst gegen mich und verlieren kannst. Wow, ich drücke immer zu spät. Leon. Vielleicht demnächst hast du Glück. Jetzt geht's gegen Luigi. Und er spielt als Dr. Mario. Der nächste ist Trommelwirbel. Kannst du es dir vorstellen, dich irgendwann mal zu zeigen? Ja, auf der Gamescom, random Typ. Milo. Auf der Gamescom. Da werde ich euch nächstes Jahr treffen. Okay, ich bin jetzt bereit. War noch eben abgelenkt. Aber jetzt kann ich den guten Yassin zerstören. Da waren Lags. Das war unfair. Da waren Lags. Ich konnte mich nicht anständig retten. Das war gerade sehr, sehr merkwürdig. Habt ihr bestimmt im Stream auch gesehen. Es lief gerade nicht so flüssig, leider. Hab keinen Discord. Das ist natürlich belastend. Das von auf jeden Fall erstmal Dank an dich. Vielleicht legst du es dir zu. Weil dann gibt es halt einen exklusiven Discord-Chat. Und da habe ich halt immer noch ein paar exklusive Ankündigungen hin und wieder. Und ja. Also ist natürlich keine Pflicht, aber wäre auf jeden Fall ganz nett, wenn du dazukommen würdest. Discord-Account ist kostenlos und geht ganz schnell. Okay, es leckt jetzt gerade ein bisschen. Yassin, kauft dir Internet. Yassin, kauft dir Internet. Okay, ja. Kannst ja morgen ganz entspannt in der Ruhe machen. Hat ja keine Eile. Komm. Muss los. Ach du Scheiße. Okay, die Runde ist für die Katz. Die lief einfach nicht so. Die lief einfach nicht. Leider. Mein einer Selbstmord am Anfang durch ein paar Lags und so, das war ganz belastend. Okay, Yassin ist aber auch nicht so schlecht, muss man schon sagen. Yassin sucht auf jeden Fall den Stress hier. Als Dr. Mario. Ein Arzt will mich umbringen, Leute. Anzeige ist raus. Diese Lags, ja. Lag gerade dezent hier. Yassin ist anscheinend noch kein 1-in-1-Kunde. Das müssen wir ändern. Scheiße. Okay. Wow. Belastend. Ich sag es oft, aber jetzt muss es wieder sein. Das ist Not gegen Elend. Ab und zu stimmt das. Not gegen Elend. Artista Man. Dankeschön für deinen 1,13 €. Da steht 1,13 €. Da steht 1 Euro. 1 Schweizer Franken. Ne? CHF. Ja. Schweizer
Franken, naja. Auf jeden Fall, Dankeschön. Kam ganz schön random. Auf jeden Fall, danke. Du Todi, gebt ihm gerne ein paar Herzen, Leute. Im Chat und so. So, Yasin. Wechselt jetzt zu 1:1, damit er besser Internet hat. Geh jetzt pennen nach dem Kampf, bin eh erschöpft. Alles klar, benutze Arthur7. Auf jeden Fall danke, dass du am Start warst und wünsche dir schon mal eine angenehme, gute Nacht. Ah, so, wunderschön, Leute. Jetzt spielt er als Luigi und ist zu 1:1 gewechselt. Hoffentlich. Na, Yasin, bist du bestimmt gewechselt, oder? Ich hoffe es für dich. Auf jeden Fall, jetzt kann hier kein Betrug passieren. Die Stage ist ein bisschen größer, da fliegt man nicht so schnell runter. Zum Glück. Okay, Luigi ist durch Stress. Was? What? Was war das denn gerade? Ich wurde einfach eingesperrt. Ist das so gewollt, WTF? Habt ihr mein Level geschickt? Alles klar, werde ich mir mal ansehen. Oh, ich dachte... Lol. Stirb! Und kauft Internet. Ich dachte eben, er stirbt jetzt. War es das Kampf Random und ich heiße Random? Ja. Ist das Zufall oder war das eine gewollte Anspielung? Man weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Bin wieder eingesperrt. Ich muss los. Pius muss los. Oh nein. Hilfe. Was sind das für Leute hier, ey? Hilfe. So, Luigi, stirb einfach. Stirb einfach, ja. Das ist so mein neues Motto. Diesen Abgang kommentiere ich einfach nicht, Leute. Dazu sage ich nichts. Da geht kein Kommentar zu ab. Erstmal MuX2. Moin, willkommen im Stream. Grüß dich. Das war auf jeden Fall sehr belastend hier alles. Lags sind immer geil. Ich glaube, ihr wisst, was ich dazu sagen muss. Ja, ich weiß es. Ich spreche es bitte nicht aus. Da haben wir jetzt gut die Seiten gewechselt, ne, Yasin? 1:1. Luigi muss los. Wie man ganz gut sieht. Oh, diese Lags. What the fuck? Das Vertun-Video von heute hat mir gefallen. Das freut mich, Leon. Sowas ist immer schön zu hören. Wow. Tschüss, Luigi. Schön, dich gesehen zu haben. Stirb. Stirb doch einfach. Not gegen Elend, ne? Passt hier ganz gut. Aber frag dich, wer hier ist. Wer ist hier Not und wer ist gegen Elend? Ich glaube, ich bin Elend, oder? Ich weiß es nicht. Finden wir es heraus. Ich sage, Yasin, besser Internet mit 1:1 in 1999. Ja, genau. Kein Product Basement, ganz wichtig. Ist nur ein Gag, nicht mehr und nicht weniger. Und das war auch ein Gag, aber kein lustiger. Yasin, das war belastend. Was macht ihr da? Der eine macht die ganze Zeit Luigi-Rakete und der andere fliegt sinnlos durch die Luft. Atemlos durch die Luft, bis ein neuer Tag erwacht. So, für mich erwacht jetzt ein neuer Gegner und zwar nicht mehr der Yasin. Der geht jetzt. Tschüss. So, Leute, der nächste von euch darf Glück haben, hier reinzukommen. Code ist unten rechts im Bild. Lernt jetzt das Suit-Video. Ne, das machen wir später, Gamer Toad. Ganz entspannt. Das machen wir alles später. Ibrahim, moin. Mit dem Ready Clan-Tag. Das geht aber nicht. TT, Leute. TT, wie bei mir im Namen, steht für Team Toad. Das beste Team Deutschlands. Los geht's. TT, Team Toad ist immer gut. Was hast du dir zu Weihnachten gewünscht? Ich habe mir zu Weihnachten Geld gewünscht. Weil ich habe mal vor, irgendwie also ein bisschen noch mehr in Hardware zu investieren. Also was heißt Hardware? In Technik. Zum einen hätte ich Bock auf dieses Stream Deck, der Elgato. Kennt ihr das? Damit haben wir einfach irgendwelche Tasten drücken, dann haben wir irgendwelche Befehle aktivieren. Das würde ich mir ganz gerne kaufen. Oder halt in Zukunft irgendwann Greenscreen mit einer Webcam. Sowas alles in Zukunft geplant. Also
Spätestens zu Gamescom wisst ihr eh alle, wie ich aussehe. Von daher wisst ihr Bescheid. Muss halt erstmal alles gekauft werden. Das Geld von Gamertod hilft da auf jeden Fall ganz gut. Man muss natürlich erstmal ausgezahlt werden. Weil, ja. Bis ich das Geld zum Beispiel vom Dezember kriege, ist Ende Januar. Das dauert immer einen Monat. Also der ganze Dezember ist rum und dann immer Ende des nächsten Monats kommt immer das Geld vom letzten Monat. Das ist immer so. Deswegen, ja. Das dauert erstmal ein bisschen. Bist du Bescheid? Ich habe auch TT, das weiß ich. Anja, was? Ich bin tot. Scheiße, ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Mist. Belastend. Mist. Ich war hier so abgelenkt im Thementalk. Hab da gar nicht drauf geachtet, Alter. Das ist ja unfassbar. Oh, aktuell läuft hier gar nicht. Überhaupt nicht. Warum spielt ihr alle mit Kirby? Wollt ihr mich verarschen? Was war das denn jetzt? Muss los. Okay, diese Runde ist minimal belastend. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht der Beste in Smash bin? Wow. Alter, der mit deiner Stampfattacke. Hör auf, Junge. Stirb. Kirby muss bald los und zwar in den Tod. Kann ich mal aufhören? Ey, was ist das? Down. Was magst du mehr? Was? 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 Er ist 17, ja, er ist 17, ja. Boah, ich bin so ein Keck, ey. Okay, diese Runde ist zu beleidigt, Leute. Das lief nicht so. Okay, jetzt kann ich jetzt zum Chat lesen. Hast du nicht genug Money für den Soundboard? Ich habe ein bisschen donated. Ja, ja, das sollte schon reichen, wenn das Dezember-Geld kommt. Das ist kein Soundboard, das ist ein Stream Deck. Das ist nicht nur Soundboard, sondern auch Bilder und sonst was. Also, das ist ein ganz nettes Ding. Achso, das Stream Deck meinst du? Ja, ja, ja. Was magst du mehr? Was mag ich mehr? Hä? Ich will Master Davis und sie wollen also einen 1-1-Vertrag. Okay, das lässt sich regeln. Ja, das lässt sich auf jeden Fall regeln. Ja, mal so, das müsste ich mal erzählen, das kann ich jetzt hier nicht machen. Und die Arena wird mir nicht angezeigt. Das kann daran liegen, dass sie gerade belegt ist. Und zwar, ja, der E-Prime ist gerade drin. Deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Ja. Okay, jetzt gibt es wieder eine Runde, wo ich ein bisschen anstrenge. Jetzt möchte ich ausnahmsweise mal gewinnen. Würde ich mir zumindest wünschen, jetzt mal gewinnen. Ich mag die Stage, die aber eben auch dran war, überhaupt nicht. Gar nicht mein Style. Black Kirby, lass mich in Ruhe. Oh, hör auf. Nein! Was los? Okay, es passt, Leute. Alles ist super. Alles ist geil. In dem Moment eskaliert die Map einfach komplett. Alles ist geil, ne? Man kennt's. Oh, das ist ganz grauenhaft hier gerade. Ich nicht gut in Smash, Leute. Es tut mir leid. War Dritter in dem neuen Video von Typ Optimal. Das ist immer gut. Da wird sich der Typ aber sehr freuen. Da wird sich der Typ sehr freuen. Typ ist ein guter Kollege von mir, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ganz guter Kollege. Tschüss. Oder auch nicht. Also habe ich schon 105 habe. Dein Ernst? So, stirb! Und lags wieder am Start. Also zeigst du dich auf der Gamescom das erste Mal oder vielleicht doch vor zum Beispiel. Jetzt, also jetzt nicht. Hab nicht mal eine Facecam. Aber zu Gamescom werde ich natürlich mit euch ein bisschen treffen. Also ich bin am Samstag wahrscheinlich da. Also die anderen Tage gehen gar nicht. Schule und so. Ich habe da keine Ferien leider zur Gamescom-Zeit. Aber Samstag habe ich vor, da zu sein, damit ich nicht ganz so doll heulen muss. Weil Gamescom ist immer wieder cool. Und ja. Wo spielst du eigentlich? In dem Sulp-Video habe ich ja gesehen, dass du am rechten Bildschirm den Stream offen hattest. Und im linken OBS, wo spielst du dann? Ich spiele auf dem rechten Bildschirm. Da habe ich meinen Elgato und das ist, da ist
das Bild noch ein bisschen flüssiger als in OBS und natürlich auch größer. Der OBS-Stream ist also rechts, der linke Bildschirm mit OBS ist eigentlich nur dafür offen, damit ich halt irgendwelche Alerts mitkriege, also Spenden, Abos und sonst was. Und links ist ganz klein, was heißt klein? Links auf dem Bildschirm ist halt das Spiel. Nee, nicht links, rechts. Wir kommen am Ende. Und rechts ist halt das, der Bildschirm mit dem Spiel. Mit dem Live-Chat und links ist einfach nur OBS. Ja. Hältst du deine Community so blöd, dass wir nicht checken, dass du Zuri bist? Also wir sind schön blöd oder... Aber so blöd auch nicht. Das war ein Witz. Das war ein Witz, mein Lieber. Das war ich doch nicht ernst. Oh Gott. Das war ich nicht ernst, mein Lieber. Das war ein Witz. Stirb. Gabi. Das war natürlich ein Witz. Ja, links OBS, rechts Game und Chat. Aha, ausgetrickst. Was machst du denn? Hör auf. Wir haben die Null überschritten. Optimal. So nicht anders. Viele Toads werden jetzt wahrscheinlich auch schon schlafen. Kleine Toads ein bisschen ins Bett. Ich höre auch bald auf, Leute. Also lang machen wir heute nicht mehr. Nicht sterben. Oh, jetzt lag es gerade wieder ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Also stört der Chat nicht im Bild? Nee, nee, den habe ich extra daneben hingemacht. Also der stört nicht. Vielleicht in dem Moment sieht das so aus, weil ich den vielleicht ein bisschen verschoben habe. Aber normalerweise stelle ich den genau so ein, dass er eben nicht stört. Leon. Genau daneben hin. Auf einem Bildschirm ist das besser, weil da muss ich nicht nach links gucken unbedingt. Außer es ist irgendwelche Einblenden. Irgendwelche Einblendungen. Da natürlich schon, aber sonst auf einem Bildschirm zu gucken ist da ein bisschen angenehmer. Hi, ihr. Ich komme vom Adventskalender. Optimal, denn willkommen hier im Stream. Grüß dich. Okay, 1-1 ausgeglichen. Also halt ein Leben beide noch. Bin gespannt, wer hier gewinnt. Schreibt jetzt im Chat, wer denkt, was denkt ihr, wer gewinnt? Pius oder Ibrahim? Schreibt's jetzt in den Chat. Er spielt für Ready, also sagt nichts Falsches, Leute. Sagt nichts Falsches. Seid schön für mich. Gamertod, ja, kann ich mal machen. Können wir eigentlich machen, ja? Kannst. Hast du da irgendwelche Musik verwendet? Ich habe das Video noch nicht so gesehen. Ich habe das gestern Abend irgendwie gesehen, aber hab's wieder vergessen. Wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Da habe ich das schon gesehen. Doch, ich habe das schon gesehen. Ich wollte einen Kommentar schreiben, ich habe ganz vergessen. Ich habe das schon gesehen. Bewert es auf. Du meinst das Video, wo du meine Katze eingezeigt hast, ne? Die haben beide dieselbe Katze. Ach Mist, ich hab das noch gar nicht kommentiert. Wollte ich machen. Ich kann's vergessen. War viel los auf dem Discord, du weißt Bescheid. Auf dem Discord ist immer was los. Aber ihr habt das gesehen. Oh, belastend. Hab keine Musik drin, zeig es trotzdem. Okay, Leute, wir machen das mal. Gamer Toad. Wir machen das mal an, Leute. So. So. Ach, warte mal. Wir machen es mal an, Leute. Ganz entspannt. So. So. Mit dir haben wir genug gespielt. Zwei Runden, Dankeschön fürs... Ja, geht schon instant. Wunderbar. Okay, okay. So, machen wir mal den Hochgenuss an hier eben. So. Das ist ein Meisterwerk. So. Hört man es überhaupt? Hä? Ich höre gar nichts. Hä? Was geht jetzt los? Warte mal. Wie verarschen? Wie leise ist es?
Junge, wie leise ist es? Dein Ernst? Warte mal. Wie leise ist das bitte? Hast du einen Schaden? So, ich hab's nochmal ein bisschen lauter am PC eingestellt. Ah. Warte mal. Oha. Jetzt hat er die harten Fakten raus. Lauter geht's leider nicht, Leute. Ich denke schon. Mein Keks. Ja, Mann. Adventkalender haben? Muten, wer kennt's? Muten mit Sweep. Nice, bester Kommentar. Pius ist Sweep. Das war krass. Gamma Toad, bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Like ist auf jeden Fall da. So. Oh, Jesus Christus. Das war jetzt laut. Es tut mir leid. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen laut, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall für mich war es jetzt gerade laut, der Gameplay-Sound. Gut, der nächste Kämpfer ist am Start. Der nächste, der gegen mich zerstört werden will. Fertig, yeah, auf jeden Fall hier. Bestes Video auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Fakten werden ausgepackt. Oh ja, wieder da. Simon, willkommen zurück. Hier im toadigen Stream hier. Willkommen zurück. Warte nochmal eben, ey. Warte nochmal eben hier. Okay, wir haben. Ah, ich bin jetzt am Start hier. Ich würde sagen, das ist der letzte. Oder mal gucken, wie lange wir heute noch machen hier, Leute. Aber nicht mehr lang. Weil das hier Ende. Der Stream läuft immer noch. Ja. Hier läuft noch alles toadig heute, Leute. Oh, Bowser wird verbrannt hier heute. Bowser stirbt. Freestyle spielen wir jetzt gegen Freestyle. Oh nein. Als ob er ausgewichen ist. Fackel ab. Oh, das war belastend. Aber er hat 115. Das ist ja schon mal was. Okay, passt bisher. Führen wir noch Splatoon 2? Ja, ich denke heute nicht. Demnächst haben wir jetzt doch ein bisschen länger Smash gespielt als gedacht. Ich habe ja jetzt nicht mehr so eine Lust drauf. Machen wir auf jeden Fall demnächst. Aufgeschoben ist nicht. Ja, das ist ein guter Spruch. Was habe ich da vergessen? Aufgeschoben ist nicht. Abgebrochen. Keine Ahnung. Es fiel ein bisschen in die Nacht. Ist ja schon Nacht. Ist ja schon 0 Uhr. Ist ja schon Nacht. Deine Toadies sind am Schlafen. Wow, 1 Uhr am 0 Uhr. 8. Bruder, was ist los? Was erzählst du da, Gamer Tom? Was ist los mit dir? Stirb halt. Was? Ich hab nur ein Leben? Bruder, was ist los? Seit wann das denn? Krieg ja gar nichts mehr mit. Die Abschorle macht mich richtig high hier, oder was? Ich realisiere gar nichts mehr heute hier. Muss los auf jeden Fall. Richtig los. Aber irgendwie die Lags sind heute schon wieder am Start hier. Aber nicht so schlimm diesmal. Geht noch. Alles gut. Ah, super. Yeah. Du müsstest bei dir gleich neue Abonnenten stehen, der Gamertot. Oha. Es gibt da auch noch Abonnenten. Ey, das geht auch gar nicht. Das geht ja gar nicht. Tschüss! Also, nein! Wo ist der denn hin? BTF, was ist, was da passiert da? Ja, komm, ertrink. Komm.
Nein, was weg? Ein Applaus bitte. Nur echte Legende noch hier, genau. Stream doch die Nacht durch. Nee. Ich will morgen hellwach sein, damit ich morgen einen schönen Tag habe. Und nicht durchstreamen, nee, nee. Ich werde durch Pius Fame, yeah. Ja, und ich werde durch mich selber hier immer schlimmer, ey. Das war belastend. Selbstmord am Ende. Man kennt's. Nice, da sehe ich auch so. Übrigens kommt morgen auch von mir ein 101 Best of. Da wollt ihr mich alle verarschen hier. Der weiß es ja schon, Bruder. Aber kommt echt schon morgen? Also halten wir mal fest. Es kommen 1, 2, 3 bis 4 Best ofs kenne ich schon. Also dass sie in Produktion sind. Warte, hör auf. Bin ja gar nicht mehr hellwach hier, ey. Kann das sein, dass sie, dass mein Können pro Runde schlechter wurde? Kann das sein? Keine Ahnung. Habe ich zumindest so das Gefühl. Es wird immer schlimmer hier. Ja, aber wirklich. Muss los. Also manchmal denke ich mir auch so, halt, stopp. Was mache ich eigentlich? Das denke ich mir manchmal. Da denke ich mir manchmal so, ja, muss auf jeden Fall los. Alter. Warum ist er so gut? Spiel halt schlimmer. Oh nee. Oh nee. Ich spieß dich auf, Junge, von unten. Von unten mache ich dich fertig. Oder auch nicht. Der macht mich fertig. Keine Chance hier. Aber Bowser habe ich bisher auch nie als Gegner gehabt, glaube ich. Oder zumindest sehr, sehr selten. Deswegen kenne ich seine Movesets jetzt leider nicht so gut. Ist natürlich keine Ausrede, ich weiß, Leute. Ist ein bisschen traurig, weiß. Ich bin kein guter Smash-Spieler. Ich war noch nie. Mario Kart kann ich besser, obwohl es im Stream schon nicht so aussieht, aber Mario Kart, das kann ich. Aber im Stream halt gucke ich immer so bin immer ein bisschen abgelenkt, deswegen läuft das da immer nicht so gut. Ja, aktuell läuft es auch nicht so gut. Ich wollte gerade schon heulen. Ich wollte gerade schon nach Hause gehen. Da wollte ich schon nach Hause gehen. Komm, ein Leben kill me noch. Ein Leben geht noch. Kann ich mitspielen? Gerade nicht. Und ich denke, das sind auch der letzte Gegner für heute. Beim nächsten Mal dann, Leute. Für heute machen wir jetzt, denke ich, Schluss. Bin langsam müde. Morgen geht's dann knackig weiter mit einem neuen Video. Und zwar der letzten Folge vom Super Mario 3D World 101 gegen Ready. Morgen 15.15 Uhr in der Premiere einschalten in Toads. Dann wird's wieder Tuadig. Alter. Läuft nicht. Komm, ein Leben geht. Ein Leben geht. Yes. Voll gut. Oder auch nicht. Frohen Random-Tag ohne Bedeutung. Danke. Full Weiser oder, ja, Full Weiser HD würde ich sagen. Das tun. Soll ich dir eine Freundschaftsfrage schicken? Ja, ja. Hau raus. Natürlich, als VIP bleibst du natürlich auf meiner Freundesliste. Ja, Leute, ich würde sagen, das war doch ganz nett heute. Obwohl ich leider viel, viel verloren habe. Aber hey, hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute mit euch Mario Kart zu spielen und Smash. Beim nächsten Mal auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Platoon. Das hatten wir heute noch gar nicht. Aber mir hat Spaß gemacht und auf jeden Fall danke an Gamertoad, Kicksoffs, das Huhn auf jeden Fall zum VIP werden. Und wen hatten wir heute noch so? Gucken wir nochmal nach hier. Im Dashboard. Artistaman, Verein Schweizer Franken. Ja. Und Gamertoad, Kicksoff, das Huhn. Huhn auf jeden Fall, komm auf jeden Fall mach einen Discord-Server. Würde mich freuen, dann hast du alle Vorteile auf jeden Fall am Start und schick mir eine Freundschaftsanfrage. Sofern dein Name identisch ist wie auf der Switch, findet ihr auf jeden Fall, sonst
Müssen wir mal gucken. Ja, abonniert alle niemanden, genau. Außer Pius, genau. Ja, du fühlst dich doch nur, weil ich dich nur so unterneden habe. Gerard dort. Okay, Leute, ich würde sagen. Warte mal. Wo ist denn das Sweep-Video? Der Code ist hier. Gönnt euch, beziehungsweise das Huhn, gönnt ihr den Code. Da ist er. So. Ja. Hier geht's zum Piu, zum Sui-Video. Klickt das Video an. Link ist reingehauen worden. Ja, Leute. Das war's denn für den Stream heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst zum Abschluss gerne einen Like da. Heute waren später dann keine Mods mehr da. Ja, das ist ja nicht so schlimm. War ja ganz entspannt. Allergrößte Dank geht an Pius. Oh, danke, Milo. Streamst du morgen? Das kann ich dir noch nicht sagen. Mal gucken. Vielleicht am Abend wieder. Also, so wie jetzt. Mal gucken. Das Video ist in 14 Stunden, 58 Minuten. Wir müssen alle wach bleiben, bis das Video kommt. Genau. Wenn es so einfach ein okay. Nein, dann kriege ich keine Klicks. Könnt ihr alle selber angucken, ja. Link zum krassen Adventskalender-Video ist im Chat. Danke an jeden, der dabei war. Lasst zum Abschluss gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Morgen 15:15 Uhr. Krasse Premiere zum Finale zum 3D World 101 gegen Ready. Falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt euch das gerne an. Das Projekt ist sehr lustig geworden. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns. Frohe Ostern auf jeden Fall. Dann sehen wir uns morgen 15:15 Uhr wieder. Ansonsten halt im nächsten Stream oder sonst wo. Ja, man sieht sich, ne? Ja, tschüss. Gute Nacht, ihr Tauts. Bis morgen oder so. Gute Nacht. Ich gehe jetzt. Ich muss los. Tschüss. Was ist los?